So, liebe Leute, Versuch Nummer 10. Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde haben wir nichts anderes gemacht, nur wir diesen Typ zu besiegen und haben es immer noch nicht geschafft. Und er geht mir tierisch auf die Eier. Also, und da alle im Chat schreien, hier, macht doch die andere Hand. Das ist viel besser. Machen wir das. Aber vielleicht war der Hinweis gut. Vielleicht war er scheiße, man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade einfach nur noch hart auf die Eier kriege. Alter! Pinken? Schlagen, schlagen! Alles! Das kriegen wir doch hin! Mein Herz hat seine eigenen Leute jetzt gekillt. Verzieh dich! Komm! Alter. So, die linke Hand war ein guter Hinweis, muss ich ehrlich gestehen. Das Schwert hat er gezogen, das war dieser Blow kurz vor Ende, der mich fast gekillt hätte. Aber er hat nicht damit gekämpft. So, die Tür ist aufgegangen. Alter. Feuer entzündet und wir leveln auf. Fuck you. Wie kann man sowas nicht sehen? Ich meine, das Schwert ist jetzt nicht das kleinste. Aber wir haben es, ich hab's geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich war so kurz davor, mir Hilfe zu holen. Welcome home, speak. So. Very well. Then touch take not. So, was nehmen wir? Belastung will ich ja eigentlich. Aber das ist halt, zwei Stufen können wir aufsteigen. Kondition, gehen wir mal auf Vitalität noch. Machen wir was Ausgeglichenes. Farewell, I shall one.
Alter. Wieder ein Endgegner weniger auf unserem Konto. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir heute spielen werden. Nicht so lange, wahrscheinlich. Das ist doch aber eigentlich schon das zweite Feuer, was wir hier haben. Ah, okay, das andere war da unten. Okay. Alles klar. Gucken wir uns hier mal um. Hier scheint nichts zu sein. Dann Versuch Arm. Ist hier irgendwas? Da hinten ist eine Nachricht. Vision von Abfall. Schade. Ich hatte mich gefreut, dass da irgendwie was ist. So wird man hier gelockt. Gehen wir da hoch. Geschafft. Gute Arbeit. Schön, dass dieses Spiel mich lobt. Beziehungsweise irgendwelche Leute. Oh. Oh. Geil. Geil. Das ist ja wieder ein Feuer. Also in dem Gebiet hauen sie es echt raus. Ich weiß, in dem Gebiet habe ich noch nicht so viel eingesammelt und bin da relativ durchgehuscht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte keine Böcke drauf. Zeit für ein Monster. Das genieße ich jetzt. Alter. Frage, wo kamst du her? Nee, Leute. Das Spiel kackt dich aber auch aus. Was soll denn das? Wo ist denn der? Sind wir jetzt hier im Bloodborne oder was? Da kommst du nicht durch, das ist eine magische Barriere. Kein
So, willkommen in Bloodborne. Noch ein Freund, Gott sei Dank. Eisblauen Moosklumpen. Von denen findet man echt einige hier. Also so vom Stil hätten sie sich ein bisschen mal ein paar neue Sachen einfallen lassen können. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Das sieht zwar hübsch aus, aber es sieht halt alles aus wie Bloodborne. Es ist halt alles dieses Ziegelstein, graue Ziegelsteine und Ende. Oh. Alter. Was habe ich dir getan? Na? Was habe ich dir getan? Mein Schild ist auch nicht mehr so geil. Was hier vor sich hin röchelt. Ach, kommt schon. Haben wir es jetzt? Länge gewinnt, meine Damen und Herren, Länge gewinnt. Kommen wir noch mal zu dir. Das war dein Fehler. Alter, es ist nicht in Ordnung, dass mich die mit nur zwei Schlägen killen. Was sind denn das für Gegner? Welche Puppe? Alter, ich bin halt einfach nicht gut mit dieser Kondition zugange. Das ist scheiße, Mann. Ja, die nächsten Sachen werden dann halt auf Leben gehen, das ist klar. Aber es macht halt auch keinen Sinn, weil man muss grinden. Macht ja auch keinen Sinn, denn irgendwie... Okay. Noch einmal.
Schlag doch wenigstens noch einmal drauf, Mann! Wichser, Mann! Echt kein Bock mehr! Weil ich will auch nicht die ganze Zeit irgendwie grinden, wo Leute irgendwie 20 Seelen geben, bis ich da mal 1000 zusammen hab. Um dann auf 14.000 zu kommen fürs nächste Level. Geht mir echt auf den Piss. Das ist meine einzige Chance. Mehr auf Blocken bringt mir nichts bei so schnellen Gegnern. Damit verlangsame ich meinen Tod nur einfach. Weil ich kein Schild habe, was ich tragen kann. Oder? Nee, habe ich nicht. Die hier, die müsste ich benutzen können. Versuch's jetzt auch gar nicht mehr, weil es keinen Sinn macht. Ich könnte eine schwächere Waffe nehmen, dann kreise ich da eine halbe Stunde um die rum. Das ist doch scheiße alles. Also gerade macht das Spiel genau das, was Bloodborne auch macht. Geht das jetzt, oder? Danke. Wir machen jetzt noch eine Viertelstunde, dann hör mal auf. Habe ich echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also, bei Bloodborne war es ganz genau das Gleiche. Es kommt Scheißgebiet an Scheißgebiet an Scheißgebiet. Oder du dir einfach nur noch fragst, ey, ja, ich hole mir halt Hilfe. Oder mach das 20 Stunden. Und... Oder ich renne durch, einfach. Geht natürlich auch. Aber da denke ich mir halt auch, wenn ich durchrenne, ja, dann ist es halt einfach scheiße. Oder ich muss grinden. Und mit Skill hat es nur noch im Entferntesten was zu tun. Dieser dritte Schlag, der mir fehlt. Alter, hier ist ja auch nichts. Man muss schon sagen, es sieht halt alles sehr, auch bei Bloodborne habe ich mich an Anno Londo erinnert gefühlt. Das sieht schon alles sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Da fehlt mir ein bisschen die Variation zur Zeit. Vor allem, die haben ihre Engine für das Fell von diesen Werwölfen irgendwie. Okay.
dass ich... Wow. Ja, schade. Oh Mann. Etwas Frust aufkommen. Ihr seid gut. Jetzt gerade macht mir das überhaupt keinen Spaß mehr. Jetzt habe ich mich gefreut, ein neues Gebiet, neue Gegner zum Lernen. Und dann sind es halt so Kackgegner wieder. Ich kann ein kleineres Schwert benutzen. Aber das wird halt nichts bringen. Ich renne die ganze Zeit mit diesem scheiß Ding hier rum. Darauf habe ich eigentlich überhaupt keine Böcke. Aber man lässt mir keine Wahl, weil ich nur noch einen Bloodborne-Gegner vor mir habe. Schnell, groß, stark. Bei Dark Souls war es wenigstens so, du hattest langsame Gegner. Du konntest sagen, okay. Aber jetzt hast du nur noch Prügel. Dann guckt euch das an. Du hast nur noch große, schnelle Gegner, die wie Affen auf dich einhauen. Nicht mehr dieses wohlüberlegte, okay, wenn der jetzt den Arm so hebt, weiß ich, er schlägt von oben oder er schweift durch. Nee. Es ist groß und dann hau drauf, was geht. Das waren im Grunde die Zombies aus dem ersten Teil, haben sie jetzt zum Standardgegner gemacht, nur in verschiedenen Variationen. Ich meine, die sind nicht anders wie die, die wir gerade in den Katakomben hatten. Auch groß, rennen auf dich zu und dann fangen sie an, auf dich einzuprügeln. Guckt euch das an. Da kriege ich immerhin noch gestunt. Natürlich haben die nach Raster, nachdem sie kämpfen. Na komm. Der rechts. Ich konnte nicht ausweichen. Jetzt komm, einer von euch. Ich meine, guckt euch das an. Er hat jetzt einmal geschlagen, zweimal geschlagen, dreimal geschlagen, viermal geschlagen, fünfmal geschlagen. Ich meine, das ist doch scheiße. Ich meine, wie soll ich denn das kontern? Ich versuche mittlerweile schon, jeden Gegner zu lernen. Weil ich ganz genau merke, dass man sie nicht kontern, dass man... Das Schildverhalten bringt nichts. Habe ich pariert? Er schlägt durch Parry. Das Parieren funktioniert ja nicht. Ich weiß auch nicht, wann man da den Parry setzen soll. Weil wenn der da von da hinten schlägt,
Ich versuche jetzt einfach nur mit Parry zu machen. Muss man irgendwie, man muss doch jeden Gegner parieren können. In der Größenordnung. Aber ich muss auch immer warten, bis der da hinkommt. Weil sonst kämpfe ich gegen drei. Das ist aber immer verfolgt. Ich habe echt keinen Bock zu grinden. Ich habe echt keinen Bock. Weil ich grinde jetzt schon echt die ganze Zeit. Ich habe aber auch keinen Nerv, das wieder Julian zu machen. Der kommt da durch. Der spielt die Sachen weg wie sonst was. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der hat immer das Glück, ja, der Gegner verhakt sich. Na! Geht doch! Muss jetzt dreimal schlagen. Ja, komm. Ihr wollt mich ficken. Keine Ahnung, wie viele Fürsten ich schon gemacht habe, ob ich überhaupt irgendwelche Fürsten gemacht habe. Ich meine, wenn ihr das schon gespielt habt, dann wisst ihr es ja wahrscheinlich. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich die kontern kann, alle. Er lockt die auch nicht an. Er lockt sie auch nicht an. Auf den Sack. So. Wo liegen denn jetzt meine Seelen? Ah ja.
Alter, wie man echt die Zeit hier rein investiert, nur in so Scheiße. Ja, komm! Solche Rotzattacken kann ich auch. Wenn ich die könnte, würde ich die auch die ganze Zeit spammen. Drachenkopfstein gibt's auch. Hey, haben die sich überhaupt irgendwas Neues einfallen lassen im Spiel? Jetzt zweifle ich aber doch so ein bisschen. Die haben ja. Das ist ja Dark Souls 1 Map-Erweiterung hier. Ihr habt euch echt ja gar nichts Neues einfallen lassen. Ihr habt einfach Dark Souls 1 genommen, neue Karte gebaut. Auch gut, dass man das... So, das killt mich jetzt, oder was? Alter, ob der das halt auch macht. Wie genüsslich er sich auch Zeit lässt. Weil das kann sich die Zeit lassen. Hey, das sind jetzt. Ich warte jetzt nur, dass die Folge vorbei ist. Echt keinen Bock mehr. Das sind die längsten 3 Minuten. Überhaupt. Wie oft ich in diesen 3 Minuten gestorben bin. Und man kriegt auch keine Seelen dazu. Jetzt komm schon. Ich hätte echt einen Magier nehmen sollen. Ach Gott. Guckt euch den Schaden an. Von dem Wichser. Alter, und wie viel Stamina der Schlag auch kostet. So, fertig für heute. Gott sei Dank mit Dark Souls. Der schlägt die Uhr. Und das war's vom Dark Souls Stream. Ging jetzt nicht so lange, aber interessiert ja scheinbar auch nicht so viele Leute, der Stream. Könnt ihr alles auf YouTube nachholen, wie ich hier versage. 2 Folgen hat es jetzt gebraucht, um einen Fürsten zu besiegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Man sieht sich vielleicht am Wochenende. Morgen wird Abend wird es keinen Stream geben. So viel kann ich schon mal sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne gute Nacht. Das war's von mir und viel Spaß beim Spielen. Und spielt was Einfacheres.